Ja, Simon, hast du einen Kingstein? Weißt du das zufällig? Nee, ne? Gucken. Ich weiß nicht, wo man den herkriegt. Was ist jetzt das Item überhaupt hier noch gibt? Wir haben manchmal auch was geändert. Hast du beendet oder habe ich gerade beendet? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube ich. So, warte mal. Warte mal, wir haben noch welche. Ich bereite das mal gerade vor. Ich muss gerade mal gucken. Das ist nämlich auch noch eins, was mir aus den alten Dings fehlt. Nee. Ist tatsächlich gar nicht. Oh, nee. Okay, können wir machen. Habe ich das Item, was ich brauche. Ich werde am Ende für Kingstein wegen King, aber vielleicht vertue ich mich da auch im Endeffekt. Wir brauchen dafür nämlich tatsächlich dann wirklich doch. Die habe ich ja vorhin gesehen. Da war ich kurz am Überlegen. Die Schönschuppe. Ah, die Drachenschuppe. So. Ja, genau. Lasho King ist mit Kingstein. Ah, ja, und das habe ich mir schon gedacht. Für die Lamos und Lasho King brauche ich halt im Endeffekt die Galar-Nuss-Teile da, wo ich Galar-Nüsse für sammeln muss. Okay, das habe ich mir schon fast gedacht. Das sind nämlich die Sachen. Ich habe nicht beendet, okay. Ja. Ansonsten. Das braucht tatsächlich, das können wir dann auch mal entwickeln. Das sind so Sachen, oh mein Gott, da kommt doch kein Mensch drauf. Das muss halt eine bestimmte Attacke können und wenn es das nicht kann, dann entwickelt sich ja niemals. Aber es kann halt jede Attacke sein. Ja, dafür brauche ich halt Giftstachelregen. So, das wollte ich nur nachschauen, das waren so ein paar, wo ich jetzt nicht sicher war. Okay, dann können wir gleich nochmal zwei per Tausch oder drei. Rest weiß ich nicht, müssen wir da nochmal. Es sind bestimmt noch ein, zwei, die ich jetzt wieder vergesse. Aber hier hinten, das sind eh die, die wir schon haben. Das hat ja jetzt auch noch eine Entwicklung, aber da weiß ich auch noch gar nicht. Da müssen wir halt mal gucken. Die Hornio haben wir schon. Ja, der Rest ist dann erstmal nicht so interessant. Okay, dann gehen wir noch mal kurz rein. Linktausch. Passwort ist noch das gleiche. Ach, du bist schon warten da. So, dann können wir nämlich zum einen Seemann noch entwickeln. Das ist halt auch übrigens ein bisschen verwirrend. Das hat mich damals schon ein bisschen verwirrt. Zum Beispiel, ein Sepa entwickelt sich zu Seemon und ein Seemon zu Seatracking. Bei Fleckmon ist es aber tatsächlich so, Fleckmon entwickelt sich zu Lamos, aber Lamos nicht zu Lasho King, sondern Fleckmon kann sich alternativ zu Lasho King entwickeln. Und ich habe damals immer dann irgendwie ja, und auch bei der Galarform ist es tatsächlich so, deswegen brauche ich zwei Fleckmons.
eins für Lamos und eins halt für Lashoking. So, und das ist tatsächlich jetzt hier Kitakami Dex. Da fehlte mir halt auch noch ein bisschen was. Nicht viel. Das müsste da auch noch sein. Und dann müsste es das erstmal gewesen sein. Genau. Haben wir zwei von den alten Decks und halt ein paar von den neuen. So. Sieht doch hier schon mal gar nicht schlecht aus, der Pokédex ist. So, und dann war es das im Endeffekt schon wieder, ne? Dann müssen wir nur noch zurücktauschen. Ja, ich brauche noch einen Rabauz, fällt mir gerade noch ein, das müssen wir noch gleich machen. Auch nochmal schnappen. Bin der Meinung, der braucht, glaube ich, gleiche Werte. Aber wir gehen jetzt gleich erstmal gucken, was es ist. Was der Typ noch sagt, vielleicht kriegen wir noch ein weiteres Legendäres da und dann können wir mal auf die Suche nach den Legendären gehen. Mein Spiel hängt in der Umwandlungssequenz. Na super. Toll. Pokémon gelöscht. das ist natürlich dann nicht so nice. Kann aber auch nichts machen. Oh. Ja, dann ist natürlich... Oh, das wollte ich gar nicht. Habe ich dir jetzt sein zurückgegeben? Nee. Dann hat sich das aufgehangen. Während es entwickelt oder... Was ist, ich gehe mal hier raus, vielleicht bricht es dann bei dir ab. Während der Entwicklung, wow. Ist bestimmt das Pokémon kaputt. So, wir machen mal... Reicht das? Nee. Ich hab zu viel Ems. Ja. Ja, sonst musst du zwangsläufig dein Spiel neu starten, aber ich weiß nicht. Soll das Spiel heilig während der Tauschen und so nicht ausmachen, aber es geht nicht anders. Und bei Pech hast du das Pokémon weg, aber das ist jetzt auch nicht so ganz extrem dann. Ist ja kein ganz so seltenes, aber. So. Und das hier ist tatsächlich ein neues Item. Kann ich nicht da in der Box gucken? Bin ich ein bisschen doof, dass ich hier nicht Items in der Box ansetzen kann. Da habe ich halt eben die Vermutung gehabt. Weil das ist noch recht... Es hat neuerdings Entwicklung. Das hat es vorher nicht gehabt. Und dieses Legierungsmetall, das sagt mir definitiv nicht. Die wurde aufgelöst. Dann ist meine Vermutung nämlich... Ja, anwendbar. Okay. Kann nichts machen, muss das Spiel schiffen, ja. Ja, okay, das ist das hier. Okay, das sind noch ein paar Pokémon, wo ich nicht ganz weiß, wie wir die entwickeln. Da muss ich dann mal
das hier schon mal ein Level-Up gehabt? Das hat auch noch eine Entwicklung, aber ich kann sein, dass das halt auch was Besonderes dafür braucht. Ja, dann gehe ich eh mal wieder rüber. Ich glaube. Wo ist denn der Unterrichtsraum hier? Okay, was ist gar nicht. Diesmal fliegt kein. Doch, das ist Dragoran. Ich wollte gerade sagen, gar kein Dragoran mit. Oh, 5 Schüler fehlen noch im Küstenareal. Okay. Ich war der Meinung, der war hier irgendwo. Ja, die glaube ich. Geowatz aus Alola. Das ist ja tatsächlich ein Geowatz aus Alola. Einfach eine Pose. Ja, ja, nö. Bin wieder da. Pokémon ist auch noch da. Okidoki, das ist natürlich gut. Da liegt auch einfach noch eine TM. Oh, die habe ich aber noch gar nicht. So, ich wollte gerade mal eigentlich in Pokédex reingucken, dass wir da noch irgendwas haben. Aber erstmal hier. Ja, du sollst die da platt machen. Da nicht reinspringen. Manchmal ist das echt ein bisschen. Er ist halt so ein bisschen schnell unterwegs, manchmal so. So, ich habe im. Was auch immer er mir hier noch anzeigen möchte. Aber ich kann hier mir eins zum einen noch Belohnung abholen. Man kriegt die ganzen Items, die man zum Entwickeln braucht, hier übrigens auch, ne? Also man braucht die gar nicht finden. Da ist die Drachenschuppe, da ist Schützer für Rihornior, die anderen beiden Items, also die kriegst du im Endeffekt alle. Ja, Kitakami sagte mir nicht, dass wir da noch 2 neue hatten. Da fehlen mir nämlich tatsächlich noch. Dieses komische Urgel fehlt noch. Hier genau, Meistergriff, das ist das, was ich da gerade entwickeln wollte. Skorgler und Skorpo kann ich nicht bekommen. Gibt es nicht in meiner Edition. Dann dürfte eigentlich nur noch Urgel fehlen. Gibt es auch nicht in meiner Edition. Das sind die 3, die mir dann noch fehlen in dem Dex. So. So. Hier hinten, das sind eh alles Starter. Hydrapfel muss ich, weiß ich nicht. Vulpix von nun, da gibt es von mir nicht. Sandarm können wir noch entwickeln. Das wäre noch eins, was wir noch machen könnten. Ist nicht das Problem. Gibt es bei mir, glaube ich, nicht. Capoeira ist ein bisschen komplizierter, können wir aber auch entwickeln. Das hier weiß ich halt nicht, ob wir dem was geben müssen oder nicht. Da, wie gesagt, brauche ich diese Galar-Sachen. Bakusan wäre Hokumil, aber ich weiß nicht, ob ich dem was geben muss. Axantor weiß ich gar nicht, das war auch aus Arceus. Das sind gar nicht mehr so viele, die mir fehlen. Das sind nur noch 5, 6, die ich entwickeln muss. Okay. Thank you.
Okay, Eiskalar entwickelt sich so nicht. So, ja, wollen wir eben nochmal Rücktausch? Dann bist du auch befreit. Glaube ich. Warte mal, eins will ich jetzt noch. Okay, es ist doch auch wieder so eine Sache, wer kommt denn darauf? So, Pokémon-Boxen. Wollen wir zurücktauschen, oder was? Ja, okay, dann machen wir erstmal das Tauschen. Dann bist du nämlich auch befreit. Na, aber das habe ich auch fertig. Das sind ja insgesamt 9 Pokémon, die mir in den beiden Decks fehlen, weil ich die halt einfach nicht kriege per Tausch. Aber es gab, glaube ich, auch mal so Seiten, ne, wo man dann so irgendwas Bestimmtes gegen was Bestimmtes mit einem bestimmten Code. So. Wo ist denn dein? Bin denn da? Das hat sich schon entwickelt, ne? Ja, okay. So, dann haben wir nämlich Meistergriff auch. Ist das auch nochmal abgehakt? Auch wenn das jetzt hier ja keine Rolle spielt, aber ja. Ja, das war's dann auch. Vielen Dank. Meine Pokémon danken. So, jetzt. Ich will nämlich noch ein paar weiterentwickeln. Ich brauche noch. Hatte ich doch vorhin irgendwo. Ich weiß nicht, wo ich es hingeschmissen habe. Da. Und das ist halt relativ lustig. Dem muss man halt eine von diesen Zucker-Sachen geben. Zucker-Erdbeeren oder sowas. Und es gibt ja verschiedene davon. Das habe ich mir schon gedacht, dass die damit zu tun haben, weil, ja. Die Erdbeeren haben wir jetzt, aber es gibt ja Zuckerbeeren, Zuckerkleeblatt. Zuckerblume. So, dann gehen wir die mal zum Tragen. Das Lustige ist, was man jetzt machen muss. Es macht halt Sinn, wenn man weiß, was es für ein Pokémon ist. Es ist ein Sahne-Pokémon. Was macht man mit einem Sahne-Pokémon? Man schlägt es. Dann entwickelt sich's. Es ist halt eigentlich mega lustig. Jetzt hat es halt so Blaubeeren. Dann gibt es halt ein paar verschiedene von. So, dann. Boah, bei dem Tintenfisch weiß ich immer noch nicht, wie man den entwickelt. Ich muss jetzt noch so ein paar, die ich noch weiß. Von denen, was wir gerade hatten. Da war noch. Ich noch einen. Nicht. Das ist. Ich suche mal lieber die Suchfunktion ist eigentlich ganz nice. Ein.
So, ich muss das auswählen. Hab ich noch einen Sichler? Ja. So, das können wir da machen. Ich weiß gar nicht, das Eiskalar müsste sich da eigentlich schon lange entwickeln, aber das ist wieder... Ich gucke jetzt mal nach. Jetzt hier keine Lust. Eiskalar entwickelt sich. Alter, wie soll ich das denn machen? Ist jetzt ohne Witz, das Teil entwickelt sich, wenn man beim Level Up den DS oder die Switch auf den Kopf dreht. Aber ich spiele mit Controller und die Switch steckt im Dock. Wie soll ich denn das machen? Muss ich jetzt extra... Ich hoffe darauf, dass wir das gleich nochmal irgendwo gefangen kriegen, weil da habe ich jetzt ehrlich gesagt ja, keine Lust drauf. Genau, das war irgendein Item, bin ich mir eigentlich sicher. So, wir gehen mal die Items zurecht. Sonst kannst du es auch rüberschicken, ich entwickle das. Ja. Das Pflaster ist nicht da. Wir brauchen von denen noch welche. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel wir zum Tauschen brauchen. Dann mal gucken, die kriegen wir aber, glaube ich, nur in einem Gebiet. Guten Abend, Hirozumi. Nicht, ob ich die passenden Item habe. Nicht danach aus. Ich weiß gar nicht, ob man die hier irgendwo kaufen kann. Gibt hier ja nur diese komischen Automaten. Ja, ich gucke erstmal. Ich fange mir erstmal noch Rabauts und dann können wir mal wegen der legendären endlich gucken. Und wir müssten bald auch genug BP haben. Und Urihonio. Haben wir aber jetzt auch schon. Und irgendwo hier müsste noch irgendwo in der Savanne einer rumstehen. Es kann natürlich auch sein, dass der unterirdisch ist. In diesem Fackellabyrinth. Daran habe ich noch gar nicht wieder gedacht. Aber irgendwo ist definitiv einer, der uns fehlt. Könnte auch da oben weiter sein. Oder hinten beim Felsen von König der Löwen. Hier ist noch ein Typ. Hier. Der fehlt uns. Was ist das? Dann kämpfen wir schnell gegen den. Gut. Das mit dem BP muss ich ehrlich sagen. Ich finde es eher nervig. Als ein bisschen was okay. Ich glaube, die wollen halt auch dazu die Leute so ein bisschen bringen, dass sie ihre Freunde überreden, damit sie das Spiel kaufen oder das DLC kaufen. Ah, okay, der fängt das ab. Je mehr Freunde du hast, desto mehr BP kriegst du ja im Endeffekt dann. So, und ich hoffe, das war der letzte dann hier in dem Gebiet.
Miraidon schon Level 96 jetzt. Cool, cool. So, was haben wir noch für Aufgaben? 8 Pokémon Autokampf, ein Pokémon fangen und... Warte mal, das ist nur Terra kristallisieren, ne? Ah, Besieger. Okay, das heißt, wir brauchen definitiv 2 Pokémon. So, ich bin von da gekommen, ne? Müsste doch auch irgendwo das Lager sein, oder nicht? Ich hab hier noch mehr. Der fehlt uns nicht mehr. Oh, ja. Da hing das Spiel gerade komplett. Ich dachte gerade, es crasht, aber es ist nicht gecrasht. So, hier war doch irgendwo... da ist der Savannenplatz. Ist das, wo ich hin muss? Nee. Das ist zur Savannenraststätte, ne? Ist halt doof, dass man das nicht überall machen kann. Das ist genauso wie mit den TMs herstellen, die kannst du nur auf dem Hauptplatz. Das hier kannst du zum Beispiel auch nur an einer bestimmten Raststätte immer machen. Mir fehlt noch einer. Oh, nee. Okay, dann... musst du jetzt leider... schon mal mit BP dran, für BP dran glauben. So. Terra kristallisieren wir mal kurz. Aber ich gucke gleich mal, ob ich dieses Tintenfisch-Pokémon noch mal finde als Entwicklung, weil das gibt es, glaube ich, auch. Ansonsten muss ich das dann irgendwann noch mal geben. Aber kannst die Switch erstmal wegpacken. So, ein schwimmendes... das ist das Gebiet. So, jetzt müssen wir mal gucken. Irgendwo müsste hier noch ein Trainer sein. Kann natürlich jetzt überall sein. Ja, es hat so dermaßen geruckelt, dass ich mich nicht bewegen konnte. Und dann ist das Pokémon immer näher gekommen. Es ist so, am Anfang war ich ein bisschen schockiert, dass es halt doch... so extrem beschissen lief. Das habe ich gar nicht so in Erinnerung gehabt, ne? Vom Hauptspiel. Aber jetzt mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Aber jetzt so langsam geht es mir dann doch wieder teilweise echt auf die Nerven. Vor allem, wenn man dann so immer mal wieder andere Spiele zwischendurch spielt und merkt, dass auch auf der Switch andere Spiele deutlich besser laufen als das hier. Und die teilweise besser aussehen als das hier. Dann denkt man sich halt auch so, warum?